Zwei so angeschadet, ey. Die ganze Zeit so scheiß Bienenstachel, ey. So, 50 Leben, 40. Davon habe ich auch schon genug von den Bienenstacheln. Ja, ich auch. Davon 20, auch schon 38. Und tot. Das weiß ich auch, wieso man davon nur 3 braucht. Ah, oh, ey, so ein Mist mit den Man-Eaters, das ist echt krank. Ah, hier ist noch einer. Ah, oh, das Chest nehme ich auch mal mit. Komm mit hier nach rechts. Ey, die droppen echt überhaupt nie. Cool. Da bin ich total blind und hab schon welche im Inventar. Nee, offensichtlich ja, nicht. Robin. Mein Gott. Hier ist Lava. Wo willst du hin? Gucken. Hier, erstmal umgucken. Lass nach unten. Oder? Ja, Wayne. Aber unten ist kein Jungle mehr. Das hört da irgendwo auf. Boah. Warte, aufpassen. Okay, ja, da definitiv ist... aufpassen. Da ein Man-Eater. Töte das Mistvieh, los! Ja, selbst wenn, die Liane würde in die Lava fallen. Es sind hier plötzlich zwei neue Man-Eater. Wenn mich die Biene trifft, dann bin ich tot. Ja. Au. Ah, nein! Ich hätte die Biene getroffen, so, oder? Ich wäre so oder so, nein. Ich wollte mich gerade an der Wand graben, aber da war so scheiß hier so Stachel. Dieses Alter, jetzt stammeln hier schon wieder 4 Bienen vor meinem Place, ey. Das kann doch nicht sein. Boah, ey. Das geht ja mal gar nicht. Dann komme ich mit den absoluten Player-Waffen, ey. Die mit 9 Schaden, ey. Manita, bitte schön. Oh, ich hab bei Lian. Ich bin mal weg, die Dingens craften. Das hab ich immer noch nicht. Kann man das an der Workbench machen? Ne. Wo soll man das denn sonst machen? Heilige, du hilfst mir jetzt noch mehr Lian zu holen. Nein. Doch. Ich hab meinen Teil jetzt. Ich hab Manti-Hack gemacht. Los, helf mir. Ich hab keine einzige. Sommer. Cool, damit kann man Glas zerbrechen. Mit was? Mit dem Ivy. Das ist nicht cool. Nicht? Hast du jetzt so einen? Nee. Ach so, wir brauchen einen Amboss dafür. Ja, dann gehe ich glaube ich. Hast du noch Holz hier hoch? Nee, du hilfst doch mehr jetzt. Warte, können wir einen Amboss schmieden? Ja, warte mal, ich baue mir hier einen. Ja, einfach abhauen hier. Warte, ne, ich hab schon. Ich baue mir hier ein ganz kleines bisschen die Bude hier größer. Ja, mach das, sonst kriegen wir hier gar nichts mehr. Sieht zwar richtig scheiße aus, wenn ich das jetzt hier mit Stein drauf baue, aber. Ja, ist ja egal. Ich kann's nicht fassen, dass die einfach nicht droppen. Hier habe ich noch so ein Herzdingens. Herz Nummer 2. So, das passt. Ah, passt doch nicht. Moment. Ah. Das kann man zwar nicht mehr nach oben, aber das ist egal. Wir müssen die Tür verschieben. So. Hey, hi, wie geht's euch? Hi. Ich bin nämlich nicht gestorben, ich hab mich nur teleportiert. Geilen Hintergrund nehmen. Okay, ach, der Goldhintergrund. Are we whip? Ich hab's jetzt.
Alter. Du bist ein Penner, habe ich das schon mal gesagt. Ja, oft genug im Let's Play. Gib mir das Teil, Mann. Ey, was muss ich tun, um mir das Ding zu erschnorren? Die erlauben, dass du mit deinem anderen Charakter kommst. Ja, stimmt, da habe ich eine. Wenn du willst. Komm okay, her. Erschnorrung. Aber bis ich hier unten bin, kann das dauern. Sollen wir vielleicht zur fliegenden Insel? Ja, ich würde sagen, wir haben hier sowieso jeden schon lang genug gelangweilt. Ja. Daher? Dann auf der fliegenden Insel. Suchen wir mal nach fliegenden Inseln. Ich bin mal mit einem anderen Charakter an. So, Clemi, da kriegst du erstmal einen Grappling Hook, da kriegst du Hermes Boots. Und da kriegst du noch 2 Life Crystals. Okay. Sag danke. Clemi braucht ja keinen Ivy Whip, ne? Nee. Ja, natürlich. Hat er sich nicht verdient. Braucht natürlich gar nicht. Du bist viel zu oft gestorben. Ja, natürlich. Eindeutig. Mein Gott, ey, ich hab hier die bottleichesten Items, ey. Echt schlecht. Wow. Ich hab vergessen, wie OP so ein Charakter sein kann. Ja, wahrscheinlich ist dein Charakter viel mehr OP wie meiner. Viel mehr trifft es ganz gut. Wenn du willst, kann ich ihn dir mal zeigen. Lass mich raten, du hast maximale Mana und so ein Mist. Jaja, alles Max. Ich hab sogar eine Star-Cannon. Wir müssen hier erstmal rauskommen, irgendwie aus der Höhle, fällt mir gerade auf. Star-Cannon? Ja. Dann kann man mit Sterne schießen, also Sterne als Munition. Und wo kriegt man die? Hey, ich hab hier auch Schuhe. Sieht der Penner genauso aus wie ich. Aber du kannst nicht so hoch springen. Du hast diese Rocket Booster, ne? Nee, ich hab einfach höher springen und Double Jump. Was ist denn das? Das ist das blaue Lightsaber, oder wie? Nee, das ist ein normales Schwert. Und wie heißt das? Muamasa. Aha, und woher kriegt man den Mist? Ganz kurz die Star-Cannon zeigen. Ja, damit. Die macht, wie viel Damage? 75 Damage. Gut. Toll, und weg. Mal legen wir zu meinem Boss, oder? Was habe ich hier noch so? Feuerschwert. Macht auch übelsten Damage, ist aber total lahm, ey. Ja, das ist dieses mit 35 Damage, ne? Hätte ich mir auch craften können, aber wollte ich nicht. 34. Das denke ich der hier besser. So, dann gehen wir mal zu unserem Baumhaus und tun von da aus nach oben graben. Hopp hopp. Hey, wo gibt's denn nicht dieses Star-Cannon? Ah, ich hab auch was Geiles. Ich hab noch was Geiles, muss ich dir auch noch zeigen. Ja, das machst du dann mal gleich. Aber erst mal sagen, wo es das Zeug gibt. Dann können wir uns das vielleicht auch noch holen. Welches Zeug? Ah ja, ich hab noch ein Item, das mir hier keinen Fall-Damage. Ich kann so tief fallen, wie ich will. Aha. Das ist auch ganz praktisch. Ja, wo hast denn du die Dinger jetzt? Erzähl mal. Fliegende Insel. Und da sind die ganzen coolen Sachen. Da sind auch die Sternkanonen und so, oder was? Ne, die Star-Cannon, die muss man craften aus dieser 50 Gold-Cannon und Meteorit, glaube ich. Oder sowas. Ah. Also es ist quasi nur ein Waffen-Upgrade. Was ist das mit dem Schwert? Das weiß ich auch nicht ganz genau, habe ich auch geschenkt bekommen. Du kriegst das alles geschenkt? In Popo geschoben? Nee, das meiste habe ich selber gecraftet. Ja, das würde ich jetzt auch sagen, ja. Hast dich verraten, sieh's ein. Ja, ja. Nee, aber Star-Cannon habe ich zum Beispiel selber gecraftet, aber schon mal länger her. Ich habe noch was ganz Lustiges gefunden, das wollte ich dir jetzt eigentlich zeigen, aber du rennst ja weg. Ja, ich muss erstmal hier zu unserer Basis kommen. Basis, Basis, Basis. So,
Sag mal, wieso haben wir die da so weit hinten gebaut? Warum nicht? Frag mich Was nicht. Haben wir gemacht, du leckst? Wieso wir die Basis so weit da hinten gebaut haben? Wegen dem Dungeon. Ja schon, aber... Das war eine rhetorische Frage. Musst nicht darauf antworten. Ach so. Ja, dann sag das vorher. Okay, in Zukunft sage ich, Achtung, Rhetorik, nicht antworten. Genau. Ohne Witz, woher hast du das Schwert? Ich will das wissen, wo es das gibt. Das ist cool. Wie viel Schaden macht das überhaupt? Ja, kannst du nachgucken. 22. Okay, dann ist es scheiße. Nein, aber guck mal, Attack Speed, ey. Ja, trotzdem. So besonders ist es dann nicht, dass das Feuerschwert eigentlich besser. Nein, das Feuerschwert ist übelst lahm. Es trifft aber dafür mehrmals pro Schlag, wenn die Gegner drin stehen. Im Endeffekt macht es keinen Unterschied, wenn nicht sogar besser. Wann kommt denn da unser Haus endlich, Mann? Danke sehr, da ist es. Und ich würde sagen, umfliegende Inseln, insofern bauen wir uns erstmal hier auf dem Haus ganz weit nach oben. Psu. Hier in der Mitte ist, glaube ich, ein guter Platz, um uns mit Dreck nach oben zu bauen. Mach mal das schön symmetrisch. Jo. Ich mach die eine Seite, du machst die andere. Jo. Hab eine bessere Idee. So, so? Du machst, ich... Grab ey, du! Schon da. Oh. Wow. Ich wollte ja noch. Ich dachte, wir müssen ja noch zur Seite fliegen, aber da ist ja schon. What? Kann die selber steuern. Die Viecher hauen mich. Okay. Das ist richtig geil. Aber wieso ist hier schon eine Fluginsel? Das ist ja geil. Was? Direkt über uns. Lol. Und wie sollen wir jetzt da hinkommen? Ja, buddeln. Ah, dafür haben wir ja den Grappling-Hook hier. Genau. Das ist ziemlich praktisch. Sich hier oben durchbuddeln, oder was? Na, fast. Gucken, wer erster ist. Schön nicht du, weil du schon Fuß gefasst hast. Ich hab eh volles Inventar, also. Ey, aber ich will die Items haben, die oben sind. Ein Klemi rennt noch hin. Du kannst dich dann dran hochrangeln, aber denk dran, dass du dich auf der... Du solltest dich unten mal durch... wobei, nee, ist ja nicht egal, auf welcher Seite du dich hochrangelst. Was haben wir denn hier? Ja, du, hier ist das Item, was den Fall-Damage auf 0 setzt. Und ein Goldcoin. Kannst du haben. Ich will alles haben. Ich will aber auch was Cooles. Da musst du dich beeilen. So. Ich bin da mal weg. Hey! Kobalt-Helmet habe ich bekommen. Gib mir mal bitte jetzt das Item hier. Nö. Du. Hey, hör damit. Nö. Doch. Das war nicht so schlau. Ah, oh, Mann. Ich buddel jetzt trotzdem weiter zu den anderen fliegenden Inseln. Ohne Spaß, Dani, her damit. Ich will das Ding haben. Nö. Doch, ich will das haben, da kannst du viel Nö sagen, wie du willst. Sonst was. Sonst kicke ich dich und dann cheat mir das Item. Wie willst du mich denn kicken? Ja, indem ich auf das Server-Menü gehe und dich rauskicke, du. Server-Menü? Da kann man Leute kicken? Ja. Oh. Hi, Clemi. Brauchst du ein Item? Ey. Yeah. Clemi. Ja, guck mal, ich hab was für dich.